Hi, ich bin Ira. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Wenn ihr noch kein Abonnent meines Kanals seid, dann könnt ihr hier natürlich kostenlos abonnieren und nicht vergessen, für den Algorithmus einen Kommentar bzw. gefällt mir da zu lassen. Ihr seht ja schon am Titel, worum es geht. Ich habe meine Haare gerade geglättet. Das erste Mal überhaupt, seit ich sie abrasiert hatte. Das sieht jetzt echt merkwürdig aus. So, Haare färben ist heute mal wieder angesagt. Ich habe ja noch das hier. Habe ich ja zusammen mit den anderen Pflanzen Haarfarbeprodukten damals gekauft. Das Violett hatte ich ja schon ausprobiert und jetzt habe ich mir gedacht, kommt mal das Pure Indigo. Die Verpackung sieht total schön aus, finde ich. Das hat irgendwie was. Ja, pures Indigo. Intensiv Color for Healthy and Strong Hair von Cardi Natural Cosmetics. Ja, es soll ein sehr dunkles Braun bzw. schwarz werden. Also hier sieht man es so in etwa, ne, was das werden soll. Also für mich sieht es schwarz aus. Färb dein Haar in einem schimmernden... Achso, hier steht es ja auch blau-schwarz. Okay, da bin ich ja sehr gespannt. Das Violett hat ja nicht so gut funktioniert. Also hier, ihr seht es vielleicht nicht, aber hier am Ansatz hat es super gehalten einigermaßen, aber sonst nirgendwo, obwohl ich es überall gleichmäßig verteilt habe und mich natürlich da auch genau an die Anweisung gehalten habe etc. Ja, dauerhafte Färbung mit natürlicher Farbintensität ist klar, hohe Deckkraft, selbst bei grauen Haaren. Ja, 100% natürlich und vegan, frei von synthetischen Inhaltsstoffen etc. Auf mittelblond oder hellerem Haar mit Cardi hellbraun oder Cardi reines Henna vorpigmentieren. Ja gut, meine sind jetzt schon etwas dunkler gefärbt mit pflanzender Farbe. Das sollte also nicht nötig sein. Ja, ist wie immer ein Pulver zum Anrühren. Ne? Das ist ja im Grunde nichts Besonderes hier, die Gebrauchsanweisung, wie immer. Ich werde mir dann gleich noch, wenn ich es überhaupt gleich noch mache, vielleicht mache ich es dann morgen und filme dann weiter. Werde ich mir nochmal die Haare gründlich waschen, dass alle Pflegereste etc. raus sind. Und dann lege ich los. Ja, wie immer sind hier Einmalhandschuhe dabei. Brauche ich nicht. Finde ich ein bisschen schade. Wieder so ein Mützchen. Da habe ich mittlerweile auch 30.000 von. Wieder die Mega-Gebrauchsanweisung. Und natürlich das Pulver. Reines Indigo. War die Verpackung nicht sonst immer anders? Ich glaube schon. German Quality and Safety Standard. Ja. Das sind 100 Gramm. Ist das nicht ein bisschen... Nee. Ich vergesse immer, dass ich kurze Haare habe. Ich wollte gerade sagen, es ist nicht ein bisschen wenig, aber ich habe ja gar nicht so lange Haare. Das ist die Gewohnheit, Leute. Die Macht der Gewohnheit. Vorbereitung. Wasche deine Haare mit einem zertifizierten Naturkosmetik-Shampoo. Silikonfrei oder frei von blablabla reicht nicht aus. Verwende vor der ersten Färbung unserer Car die Detox-Maske, wenn du zuvor noch nicht mit Naturprodukten gepflegt hast. 100 Gramm für eine Komplettfärbung bei schulterlangem Haar. 50 Gramm für eine Ansatzfärbung, blablabla, Pigmentierung brauche ich nicht. Erhitze Wasser entsprechend deiner gewählten Haarfarbe, siehe Cardi Anwendungstabelle. Wo ist sie denn? Ach da. Schwarznuancen, reines Henna, Kupfer, hellbraun, 80 Grad. Einwirkzeiten 30 bis 120 Minuten. Ja, ich lasse die ja so lange wie möglich drauf, damit es auch gut was wird eben. Okay, dann haben wir das schon mal abgehakt. Wir haben jetzt schon ziemlich spät, das heißt, ich werde es jetzt erst morgen machen. Aber wir sehen uns dann für euch später wieder. Das ist die Pflanzenfarbe. Ach, ich brauche ja wieder eine Schere, das vergesse ich jedes Mal. Oh shit. Ich kann mittlerweile sogar wieder einen Zopf machen, außer... Hier, das Gefissel, das fällt natürlich noch raus. Und ich habe Kopfschmerzen von den paar Minuten. Weil ich es gar nicht mehr gewohnt bin, Zopf zu tragen. Das ist ganz schlimm. Es ist, wie ihr vielleicht festgestellt habt, schon ein bisschen Zeit vergangen, seit ich das Intro gedreht habe. Mir ist dann was dazwischen gekommen und dann, weiß ich nicht, habe ich irgendwie nie Lust gehabt auf diese Prozedur. Und jetzt sind schon irgendwie ein paar, ich weiß gar nicht, wie viel Zeit jetzt eigentlich schon vergangen ist. Ist jedenfalls gar nicht so schlecht, dass ich das jetzt in der kalten Jahreszeit mache. Oder was heißt in der kalten Jahreszeit? Herbst. Denn im Sommer ist es immer so ein bisschen ätzend, die heiße Farbe auf dem Kopf zu haben. Dann würde ich sagen, upala, trage ich das mal schnell auf und möglichst ohne Sauereien. Häubchen drauf. Dann lassen wir den Spinat mal einwirken. Sieht zumindest aus wie Spinat. Damit es alles warm bleibt, kommt da jetzt noch ein Handtuch drüber.
wird dann zwischendurch nochmal warm angeföhnt und so weiter, damit es auch wirklich richtig schön warm bleibt. Deswegen habe ich mir auch den schwarzen Bademantel angezogen. Da sieht man keine Flecken drauf. So, jetzt mümmel ich mich erstmal vor dem PC, nachdem ich hier sauber gemacht habe. Und ich würde sagen, dann sehen wir uns wieder mit dem Ergebnis. Ich habe echt Kopfschmerzen. Oh. So, gefühlt 100 Jahre später. Nein, es sind eigentlich nur 2 Tage später. Sieht das Ganze dann so aus. Ich mache die Haare mal auf. Man muss das ja immer ein bisschen nachwirken lassen, weil die Farbe noch nachdunkelt etc. In der Zeit dann auch keine Pflege reinmachen. Das ist dann ein bisschen nervig. Ich habe jetzt gerade nur etwas Haaröl reingegeben, weil die total trocken waren. Das ist halt immer total ätzend. Also deshalb, unter anderem deshalb mag ich pflanzender Farbe nicht so gerne. Ja, das Ergebnis. Jetzt stehen die hier so blöd ab. Mein Gott, jetzt sehe ich aus wie so ein... Ja, das ist doch auch mal ein Friseurchen, ne? Die Farbe, also es... Was ist das denn? Ja, von der Farbe her... Also es ist ein dunkelbraun, würde ich sagen. Kein Schwarz. Obwohl ich mich natürlich an die Anweisungen gehalten habe. Ich habe extra, ich saß da ja mit erst diesem Handtuch. Na, dann habe ich ja noch meinen Bademantel, ich weiß nicht, ob ich es euch gezeigt hatte, drüber gezogen und habe die Kapuze hochgemacht. Und in diese Kapuze reingeschoben habe ich eine Wärmflasche, damit das alles auch richtig schön warm bleibt. Also warm geblieben ist es. Ich habe vorher natürlich mit Reinigungsshampoo gewaschen, alle Pflegerückstände rausgemacht und alles, was man eben so macht. Also daran kann es nicht liegen. Auch habe ich es sehr lange einwirken lassen, über 2 Stunden. Ja, was sagt ihr denn dazu? Ich hoffe, ihr könnt es jetzt überhaupt erkennen. Ich hoffe mal. Ja, so setze ich mich ab jetzt immer vor die Kamera, das gefällt mir, dann sieht man nicht so viel von meinem Gesicht. Ja, auf jeden Fall sehr natürliches Ergebnis. Immerhin ist es nirgendwo großartig grün. Ich habe ja von Haus aus einen kleinen Grünstich, also meine Haare sind ja sehr aschig. Aber das ist einfach sehr neutral braun, würde ich sagen. Vielleicht sieht es jetzt bei euch in der Kamera ein bisschen anders aus, weil ich ja immer hier so ein künstliches Licht habe. Aber für mich ist es relativ neutral braun. Ja, an sich finde ich das Produkt gut. Schauen wir mal, wie lange das hält, ob sich das mit der Zeit ein bisschen auswäscht und ja, wie es damit so weitergeht. Wir werden sehen. Ja, schreibt gerne euer Feedback in die Kommentare. Gerne eure Erfahrungen mit pflanzender Farbe, wenn ihr wollt. Ja, und alles, was euch sonst noch so auf der Seele liegt. Das war's jetzt erstmal von mir, meine Lieben. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Daumen hoch nicht vergessen. Und bis demnächst, hoffe ich. Macht's gut. Tschüss.